Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Jo, wir machen mal weiter. Wie wär's denn, wenn wir da unten mal in den Teleporter reinspringen? Aua! Ey! Oh! Uiuiui! Oh, war das knapp. Alter Schwede, war das knapp. Krass. Okay. Jetzt haben wir immerhin alle Schlüssel, um das Geistertor hier zu öffnen. Ja, das war ja relativ fix. Oder das ging ja relativ fix eigentlich. Müssten wir jetzt nicht mal langsam am Ende auch sein? Das ist... Hey, eine neue Fähigkeit! Tief aus dem Inneren dieses Stammbaums höre ich Schreie des Entsetzens. Reem war agil. Er sprintete durch die Luft. Höre auf seine Stimme, denn er verbreitete die Weisheit. Na dann, neue Fähigkeit! Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du X bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung zielen, in die du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Aha, ist ja eine interessante neue Fähigkeit. Also X. Ach so, dann kann man sich die Richtung aussuchen. Sehr, sehr praktisch. Okay. Da kann man sich so schnipsen. So, und wenn ich das mit einem Projektil mache, dann geht's in die... Also geht das Projektil in die entgegengesetzte Richtung. Ja, werden wir ja sicher gleich ausprobieren können. Oh, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Krass. Macht ja richtig Späßchen. Du kannst die Feinde stoßen. Nee, deine Feinde stoßen. Nutze X und lege eine Richtung fest. Ach, man kann das an den Feinden auch machen. Boah, wie cool. Ach, wie nice ist das denn bitte? Ey, was ist das denn für eine coole Fähigkeit? Oh, jetzt haben wir auch mal ein Projektil zum Testen. Jo, das müsste ja jetzt nach unten fliegen. Genau. Cool. Jetzt kommt das Wichtigste natürlich. Kann man das chainen? Also ich glaube, man kann tatsächlich von Projektil zu Projektil springen damit. Oh, ist das nice. Ist das eine nice Fähigkeit? Tjo, der links haben wir einen Teleporter. Ach so, das Projektil muss ich wahrscheinlich da reinjagen. Und dann hier runter, richtig? Ja, ja. Klassische Rätsel hier. Jo. Ah, war der Winkel nicht in Ordnung. Ah, ich bleib immer hängen. Ich bleib immer an den Wänden hängen. Mann, Mann, Mann. So, jetzt aber. Okay. Ja, es ist schon tricky. Also ich denke mal, es wird wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Rätsel noch vorkommen. Also diese Mechanik, die wird wahrscheinlich noch des Öfteren angewandt. Haben wir jetzt hier... Ach so, ach, da geht das natürlich auch bei denen. Ja, komm schon, spuck hier runter. Ey, wie, der hat mich getroffen? Voll gemein. Naja. Hä, wie komme ich denn jetzt da hin? Ach so, ach, verdammt. Da hätte ich das Projektil umlenken müssen wahrscheinlich. Von ihm hier. Ach, der respawnt. Ja, dann ist doch egal. Ja komm, respawne doch mal. Ich brauche dich doch mal. Schieß mich ab. Hallo, ich bin Ori. Ich hänge hier rum. So, und jetzt da unten gegen. Hat's funktioniert? Nö. Sehr gut, hat nicht funktioniert. Ah, schon wieder nicht. Ey. Das gibt's auch gar nicht. Ich krieg das nicht hin. Das targete mich. Lass mal speichern, sicherheitshalber nochmal. Ja, komm schon.
Jetzt aber. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Wie schaffe ich das nicht? Ah, es hat funktioniert. Ah, unbelievable. So, kommen wir jetzt zu dem Collectible. Aber natürlich. Eine weitere Energiezelle. Okay, sehr, sehr cool. Ja, macht auf jeden Fall Späßchen hier. Oh nein. Bitte nicht. Oh Gott. Wieso werde ich bestraft? Ach, na komm. Holen wir die Energiezelle halt nochmal. Ui, 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 ui. Ein bisschen aufpassen. Speicher jetzt einfach mal direkt. So. Eigentlich wollen wir hier oben doch nur weitergehen. Jo. Ah, Schlüsselsteinchen. Das sammeln wir natürlich auch mal eben ein. Okay, das war jetzt nicht ganz so geschickt. Ach, da ist noch einer. Ui, ui, ui. Also man kann, wenn man sich so abgestoßen hat, kann man danach direkt den Doppelsprung nochmal machen. Das muss ich doch kriegen können. Das kann doch gar nicht wahr sein. Was? Es ist so knapp. Ey. Siehst du mir wohl den Schlüsselstein? Ich will den haben. Na, dann müssen wir den anders holen. Okay, ein bisschen Konzentrationsarbeit ist hier nötig, ihr merkt's schon. Nein, ich hab sie schon wieder nicht gekriegt. Ey, das kann doch gar nicht wahr sein. Oh, ist das schwer. Ui, 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 ist das schwer. Ich wette, man kann von hier unten den Stein auch erreichen, wenn man klug springt. Oder wenn man im richtigen Moment irgendwie den Doppelsprung macht oder so. Das muss doch gehen. Nee. Also es wird auf jeden Fall schon schwieriger, das Spiel. Muss ich ja ehrlicherweise mal zugeben. Oh, wir sind gleich oben. Ich kann es nicht glauben, wir sind oben angekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Schwede. Auch wenn es schwieriger wird, ist es schon ein ziemlich, ziemlich geiles Gebiet. Das gefällt mir ganz gut. Also der Baum ist schon ziemlich nice. Also das ist das Ende jetzt schon. Könnte sogar sein, dass es das schon war. Spiel gespeichert. Ach so, es ist ein Gegner, den wir jetzt mit dieser Projektilmechanik wahrscheinlich einfach nur... Ja, den muss man damit besiegen wahrscheinlich. Aber ich denke mal, man muss die Projektile wahrscheinlich zurückfeuern. Ah, ja, klar. Klassiker. So. Nice, das war's. Juhu. Und, kriege ich eine Belohnung? Ja, ein Teleportpunkt. Da sage ich nicht nein, ehrlicherweise. Alter Schwede. Aber egal, von Mal zu Mal gefällt mir das Spiel besser. Also, ich meine, von Anfang an fand ich es gut, aber es ist schon ein kleines Meisterwerk, das Game. Das macht schon echt richtig Bock. Das Herz des Ginzo-Baums bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf. Doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen. Und zwar auf beiden Seiten. Okay, das kriegen wir mit Sicherheit auch hin. Fangen wir einfach mal rechts an.
Ja, muss ich jetzt einfach nur nach oben? Man sieht manchmal nicht so ganz... Aua! Man sieht manchmal nicht so ganz, wo man hin muss. Ah. Speicher vielleicht mal eben hier. Also ich glaube, nach rechts kann ich jetzt nicht weitergehen. Nee, diese Stacheln, die sehen hier unüberwindbar aus. Ah. So, jetzt sind wir wenigstens schon mal hier drüben. Und da oben links müssten wir... Hä? Wie soll ich denn da durchkommen? Ach, ich muss da ein Projektil... Ach, jetzt weiß ich auch, wofür diese Dinger hier da sind. Ach, jo, ich muss da ein Projektil hinleiten. Also, seht ihr, diese Blöcke hier, die leiten das Projektil um. Okay, da muss ich das Projektil von ganz unten bis hier oben mit hinnehmen. Oh, was ist das denn bitte für eine Aufgabe? Alter Schwede. Na komm, machen wir es einfach mal. So, da rein. Oh, ist das mies. Ist das eine miese Nummer. Okay, nach oben. Zur Seite. Oh, der Gegner ist natürlich gerespawnt. Wie sollte es auch anders sein? Ist ja kein bisschen gemein oder so. So. Darüber. Ah, wenigstens ist er nicht gerespawnt. Na, schau mal einer an. So. Und da rein. Sollte eigentlich funktioniert haben. Ah, ich sehe da auch. Ah. Ich sehe, dass das Holz auf jeden Fall zersplittert ist. Da oben. Nice, wir haben es geschafft. Oh, ist das fies. Alter Schwede. Ja, die ein oder andere fiese Stelle hat das Spiel ja schon, ne? Hälfte haben wir. So, jetzt machen wir dasselbe noch auf der anderen Seite. Ah, Mr. Froggo. Oh, er wurde abgeballert. Oh, die Spinne hat ihn abgeballert, den Frosch. Geht's doch gar nicht. Jetzt killen sich die Gegner hier schon gegenseitig. Ich brauch gar nichts mehr machen. Die machen sich selbst kaputt. Wir hassen uns alle gegenseitig. So. Ey, lass mich in Ruhe. So, ich brauch dich jetzt aber, Mr. Frosch. Um hier höher zu kommen. Huh, aber nicht so schlimm wie die andere Seite. Ah, die andere Seite war schlimmer. Definitiv. Habe ich da oben an das Collectible dran? Also erstmal natürlich die Tür hier aufmachen, rechts. Die muss ich auch mit dem Projektil öffnen wahrscheinlich. Ja. Nee, ist zu hoch. Das könnte ganz gut sein. Ja, sehr schön. Oh, es war so knapp. Ich will das Collectible haben. Jetzt will ich das Collectible. Unbedingt. Ja, nice. Oh, Mann. Und damit haben wir es freigelegt. Gescherz des Baums. Ah, drücke Y, um Sign zu hören. Jetzt können wir das Element des Wassers wiederherstellen. Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, liegen noch zwei weitere vor uns. Boah, episch. Cool. Spiel gespeichert. Und jetzt? Ach, da kommt Wasser von unten. What the? Was zum Teufel?
Ach, jetzt muss ich hier nach oben, oder was? Ey, hallo? Ich war da völlig drauf vorbereitet. Wo muss ich hin? Oh Gott, oh Gott. Ey, was ist das für eine Stelle hier? Baller mich ab, schnell, ich muss nach oben. Ja, Collectibles hole ich jetzt nicht. Wie soll ich nach oben kommen? Oh, es ist episch. Episch, Leute. Oh, ich will überleben. Ich will so gerne überleben. Komm schon, Ori, wir schaffen das! Oh Mann, mein Herz, ey! Ach, komm schon, nach oben! Oh Gott, wir haben es geschafft! Alter Schwede! Es war das Licht, das sie hasste, das Licht unserer Art. Doch Oris Güte sollte mein Kind ein weiteres Mal retten. Ori, ich fürchtete schon, dich an Kuros Fänge des Hasses verloren zu haben. Aber Gumo hat dich gerettet und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Nur sieh her, der Ginsu-Baum ist wiederhergestellt und Nibels Wasser ist wieder klar. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren und müssen uns sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. Es ruht tief in den Elendsruinen. Im Nebelforst gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet. Ziel: Finde das Gumon-Siegel, das im Nebelforst versteckt ist. Oh, wie schön, das Wasser ist wieder klar. Ach, wie cool. Oh, ist das schön. Boah, was das für eine epische Stelle vorhin war. Aber ich muss ehrlicherweise schon sagen, das war schon crazy. Also, diese Flucht da aus dem Baum, die war jetzt schon echt übel. War schon eine der schlimmeren Stellen des Spiels bis jetzt. Also vom Schwierigkeitsgrad her, finde ich. Auch wenn ich es relativ flott geschafft habe. Ey, jetzt können wir auch schwimmen. Da brauchen wir also gar keine Fähigkeit zu. Wir konnten halt nur nicht in diesem verseuchten Wasser schwimmen. In normalen Wasser können wir schwimmen. Okay. Ah, hier links kommen wir wieder zurück. Zur Höhle. Ja, ist es gerade richtig, was ich mache? Keine Ahnung. Oh nein, ich will nicht ertrinken, ich ertrinke! Uiuiui! Vielleicht gehen wir hier erstmal so ein bisschen
tiefer. Oh, jetzt hat er mich gefuttert. Das ist nicht so schlimm, wir haben ja noch nichts gefunden. Ah. Da unten gibt es doch mit Sicherheit ein Geheimnis oder so. Oh, das sieht schon wieder so schön aus. Ach, ist das toll. Darf ich denn hier Speicherpunkte setzen auf dem Wasser? Nee, das darf man tatsächlich nicht. So. Oh, ein Schlüsselstein. Sehr gut. Okay, dann speichere ich hier und ich würde sagen, liebe Leute, damit beende ich den Part. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte denn so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Ori and the Blind Forest. Euer Huxel, ciao!